Herzlich willkommen zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutjahr und heute begrüßen wir eine der zwei Hauptdarstellerinnen des Rangers. Der Ranger ist zurück. Herzlich willkommen, Lisa Tschirner. Wie geht's dir und wo bist du? Hallo Nico, mir geht es tatsächlich ganz wunderbar, trotz allem. Ich bin in meinem heimischen Wohnzimmer in Bonn. Und freue mich, mit dir zu quatschen heute. Ich mich auch. Der Ranger, was für eine Erfolgsgeschichte. Meine Güte, so viele Millionen schalten ein. Hättest du das beim ersten Mal Drehbuch lesen erwartet? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich habe ich gehofft, dass es so gut ankommt und hatte gedacht, unsere Chancen sind nicht schlecht, weil wir haben... Die Serie hat ein ganz gutes Alleinstellungsmerkmal. Also die Sächsische Schweiz, irgendwie was ja quasi mit unser Hauptcast ist, diese unfassbare Landschaft, ein Thema Naturschutz und diese ganze Adventure-Seite von den Filmen, die hat einfach so was ganz Eigenes. Die Tiere, so auch mal spezielle Tiere, so, die man nicht so oft sieht und über die man nicht so viel erfährt. Und auch zwar eine Liebesgeschichte, die aber nicht so ganz zentral ist, sondern eben ganz viele andere Themen, die am Zahn der Zeit sind. Und da dachte ich, da könnten wir die Leute ganz gut mit abholen. Das hat wirklich geklappt und wir müssen über deine fantastische Figur sprechen. Ich liebe sie ja. Für mich eine der stärksten Figuren weiblich, die wir im deutschen Fernsehen haben. Was für eine Frau. Dankeschön. Das freut mich und ja mega. Mich auch, weil die ist so, so gut. Es gibt der großartige Philipp Dunne, ich liebe ihn. Er spielt die männliche Hauptrolle. Und es gibt einen schönen Moment. Deine Figur überlegt, ist schon ein paar Folgen her, nach Greifswald zu gehen. Und es gibt ein Streitgespräch genau um dieses Thema. Und der Ranger zieht das gesamte Thema immer auf sich. Und deine Figur, die Emilia, die hört hin und die sagt zweimal, du, es geht aber nicht um dich. Und er redet, du, es geht aber um meine Ansichten. Und irgendwann sagt sie, es geht nicht um dich. Ja, genau. Stimmt, die Szene habe ich auch geliebt. Das war total super. Ja, finde ich auch. Und das ist so schön, wirklich. Und das ist halt das Wunder der Frauen. Die schaffen es halt, wir Männer hängen da ein bisschen hinterher, weil Frauen schaffen es wirklich. Sie schreien nicht sofort, wenn sie merken, also du hast keinen Plan, worüber ich gerade rede. Sie hören zu, sie erklären es nochmal. Sie hören zu, es ist wieder falsch, sie erklären es nochmal. Und dann geht es eben nach oben. Wie lange probt man für so eine Szene? Naja, ich meine, Zeit ist begrenzt, so beim auch beim Drehen. So, wir haben jetzt nicht die Zeit, Szene für Szene so mega zu prütteln. Philipp und ich setzen uns immer, also wir verstehen uns Gott sei Dank auch einfach privat sehr gut und setzen uns immer vorher zusammen und gehen nochmal alles durch und reden über mögliche Temperaturen und was wollen wir gerne erzählen in dem Moment, was ist uns wichtig. Und da ist Philipp ein ganz toller Partner, weil er sich auch eben auch nicht eben anders als Jonas, nicht nur um sich Gedanken macht, sondern auch um, was ist wichtig für uns beide und auch für mich so. Und da geben wir uns ganz gut immer den Staffelstab in die Hand. Und dann hatten wir auch die wunderbare Franzi, unsere Regisseurin, an unserer Seite, die auch Lust hat, eine starke Frau zu erzählen und die Lust hat, eine Beziehung auf Augenhöhe zu erzählen. Und die uns da sehr viel Raum gegeben hat, auch rumzuprobieren in Temperaturen. Also wir haben das auch alles ein bisschen leiser gehabt, die Szene. Wir hatten die deutlich heftiger und haben halt versucht, die richtige Mischung zu finden. Und ja, das dauert seine Zeit. Aber dadurch, dass Philipp und ich eine ganz gute Vorarbeit leisten können miteinander, hat es nicht den Rahmen gesprengt, so unseren Drehplanrahmen. Das habe ich mir fast gedacht, dafür holt man sich ja für gewöhnlich auch Profis. Und jetzt gibt es zwei neue Folgen, Junge Liebe und Sturm. Und es wird wahrlich stürmisch. Bevor wir darüber sprechen, viele kennen dich natürlich auch als Sturm der Liebe. Ich wusste, dass du das jetzt tust. Dass du den Bogen machst. Sehr schön, ja. Love it. Du bist ja die Frau, die irgendwie immer, immer, immer wiederkehrt. Du bist sogar bei der Musical-Folge da gewesen. Das stimmt. Ich habe mich reingemogelt. Das stimmt. Wie schaffst du das denn, da andauernd aufzutauchen? Schickst du mal Süßigkeiten an die Autorinnen und Autoren oder wie läuft das? Ständig Karten, ununterbrochen. Ich besteche sie nur. Ich glaube, ich habe mich nicht ganz so blöd angestellt damals beim Sturm. Ich glaube, ich habe keine verbrannte Erde hinterlassen. Ich weiß es nicht. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Leuten da auch immer noch. Und das sind ganz, ganz zauberhafte Menschen und meine Fernsehfamilie quasi. Und ich glaube, damals die Figur und auch das Miteinander mit meinem Spielpartner damals, das ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Weil wir waren ein humorvolles Paar. Wir haben ganz gute Stimmung gemacht, so. Wir haben uns nicht so von der Tragik
die ja oft so eine Liebesgeschichte, da habe ich einen Fussel im Mund, so eine Liebesgeschichte mitbringt, nicht so sehr ziehen lassen, sondern immer den Humor überall gesucht. Und ich glaube, das ist ganz gut angekommen. Wie oft wirst du Pauline Jentsch genannt von Fans? Gibt's das noch oder sagen die Lisa? Na, das ist schon oft, das ist doch die Pauline. Das Jentsch tatsächlich kommt gar nicht so oft vor. Es ist dann, wenn Stahl, also ich habe ja geheiratet am Ende und wurde ein Stahl, war aber die meiste Zeit Jentsch. Aber eigentlich ist immer, oh Pauline, du bist doch, das ist doch das Paulinchen. Oder in Italien immer, Paulina. So, ganz, ganz oft passiert das. Es ist immer noch die Figur, für die ich am meisten erkannt werde. So, nach 8 Jahren. Und der Sturm läuft ja international. Du sagtest ja schon, auch in Italien, ja? Ja, genau. Da habe ich auch gerade gedreht und auch da ist es wieder passiert. Eben 8 Jahre später werde ich immer noch, aber ich habe ja auch sehr dominante Haare. Ich glaube, das prägt sich ein. Werde ich immer noch erkannt für Sturm der Liebe. Das hinterlässt echt immer einen irrsinnigen Eindruck bei den Leuten. Und du hast bei mir übrigens auch einen irrsinnigen Eindruck hinterlassen bei der WAPO Bodensee. Really? Das freut mich aber. Aber was für eine geile Frau du da wieder gespielt hast. Wer es nicht gesehen haben sollte, ich sag jetzt mal du, dein Mann hat irgendwie totalen Bockmist, also er hat irgendwie ganz viel Geld verloren und er sagt dann dauert unser Geld und du sagst immer, mein Geld. Das fand ich auch eine richtig tolle Frauenfigur. Also ich habe da irgendwie mega Glück und freue mich da auch total drüber, dass ich so viel Frauen erzählen darf, die so eine geile, spannende Entwicklung durchmachen, die so ja, vielleicht aus einer schwierigen Beziehung oder vielleicht auch so ein bisschen in einer Unterwürfigkeit beginnen und sich dann da raushauen und sagen, pass mal auf, mein Freund, da ist die Tür. So, oder also so, don't fuck with me. So, und das gefällt mir halt total gut und dass man mich dafür kauft, so, dass man mich dafür haben möchte und das Gefühl hat, dass ich das... Bei Emilia ist es ja ähnlich. Die startet zwar schon im Hochstatus, so, ist aber eben auch eine Frau, die sagt, ich weiß, was ich will und das mache ich auch. Völlig. Und bei der WAPO gab es dann so eine schöne Szene, als dann das Ermittlerteam da war. Saß du da und dein Mann kam. Oh, Schatz, ich habe mir so eine Sorge. Er hat den Satz nicht zu Ende gekriegt. Bams! Ich hatte auch mega Spaß. Ich habe viel zu viel Spaß an diesen Sachen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das sagt nicht so viel Gutes über mich aus eigentlich. So, weil ich habe mich ein bisschen gefreut. Und der Leander Lichti, mein wunderbarer Kollege, der hat das ganz tapfer mitgemacht, dass der auch echt oft eine gezimmert gekriegt hat. So, weil das drehst du ja nicht in einem Take, sondern aus allen möglichen Perspektiven. Ramp, ramp. Und dann saßt du da und hast gesagt, sorry, wir müssen es nochmal drehen. Ich glaube, ich könnte es noch besser. Können wir es noch... Oh, jetzt habe ich Text vergessen. Tut mir total leid, Leute. Ganz blöd. Sorry, Leander. Das Schöne war auch, dass die Kollegen im Hintergrund, wie sie darauf reagiert haben. Das sind ja jetzt natürlich alles Profis. Wenn ich als Laie darauf gucke, freue ich mich natürlich immer, wenn jeder auf seine Art reagiert. Und er kommt halt total besorgt an, kriegt eine gelangt. Und die Hauptdarsteller so, okay. Und er will ja mit dir reden und dann zehren sie ihn dann ja so ein bisschen weg. Und du bist dann da in so einer Machtposition, weil du hast dann irgendwie mit den Leuten, die das Geld da haben, wie auch immer, mit denen hast du gedealt, die sind weg und dein Mann zieht dich dann doch wieder in die Scheiße. Also es war krass, es war so schön zu sehen, wie du da, auch man hat dir gemerkt, wie viel Lust du darauf hattest, ja. Es ist so abgefahren gewesen. Und deswegen freue ich mich, warum bist du denn überhaupt Schauspielerin geworden? Hat jemand mal gesagt, du hast da Talent oder hast du gesagt, ich habe da Talent? Tatsächlich hat das so begonnen, dass ich ein sehr hyperaktives Kind gewesen bin und glaube ich, meine Mutter vollkommen wahnsinnig gemacht habe. Und sie sich dachte, dass es eine gute Idee ist, das Kind vielleicht zum Theater zu schicken. Und dann war ich hier in Bonn auch beim Jungen Theater und da war dann auf einmal so, oh, das hat ja irgendwie eine Form, was das Kind da tut. So, das ist ja nicht nur, sondern das hat ja irgendwie Maß und Ziel. Und dann habe ich das ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich dachte, ach ja, das kann ich ja beruflich nicht machen. Wie soll denn das gehen? Und habe irgendwie Wendungen über Tierärztin und Astronautin genommen, wie es so ist. Und ja, und dann kam in der Schule der Theaterkurs und dann haben wir da gespielt und dann war auf einmal so, wow, hier passiert gerade was, an dem komme ich nicht vorbei. Und ab da war es klar und auch kein Plan B. Okay, das drängte sich mir auf. Irgendwie so habe ich mich nie gefühlt in meinem Leben vorher wie beim ersten Schritt auf die Bühne damals. Und ja, und so ist es dann passiert. Also das klingt nicht so, es war deutlich schwerer, als es klingt. So an Schauspielschulen vorsprechen und eine klassische Ausbildung kriegen, ist nicht einfach. So. Aber ja,
Es hat geklappt. Toi, toi, toi. Und wie bist du zum Ranger gekommen? Zum Ranger? Also was da alles irgendwie, wer mich da vorgeschlagen hat, genau das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall danke Uschi Danger, die Casterin. Ich bekam einen Anruf, saß im Auto, mir wurde das Rollenprofil erzählt und ich dachte halt, oh mein Gott, das Mutterschiff ruft mich nach Hause. Irgendwie eine Wolfsbiologin, so eine coole, taffe Frau, die irgendwie mit Tieren und Natur, das ist auch voll mein Ding. Also ich wäre ja irgendwie beinahe Tierärztin geworden. Ich konnte es gar nicht fassen, so, und dann eben auch so eine Abenteuerreihe, und dann war ich beim Casting und ich war so nervös, der Philipp war auch schon mein Anspielpartner, und ich war so nervös, ich habe hier gezittert, so, in meinem Mundwinkel, es war ganz, ich konnte es nicht stoppen, und ich habe Philipp auch Tee über sein T-Shirt gegossen in der Szene, weil meine Hand so gezittert hat, es war ganz schlimm, wirklich, und ich war völlig überdreht auch und so, und dachte so, ich krieg gerade irgendwie in diesem Polly-Pocket-Modus, in dem ich gerade bin, in diesem flirrigen, diese taffe Frau gar nicht gegriffen, scheiße, ich bin rausgegangen, habe meine Agentin angerufen und gesagt, Sonja, verfluchte Scheiße, ich hab's verkackt. Das war meine Chance, so. Das war meins, das wollte ich haben und ich hab's verkackt. Das war ganz schlimm. Und turns out, habe ich gar nicht. Aber es hat sich so angefühlt, weil ich so nervös war, dass ich keine Ahnung mehr hatte, was ich tue. Hast du mit den Leuten nochmal über dieses Casting gesprochen? Was haben die so erzählt? Habe ich, und sie haben halt gesagt, ja, du warst mega nervös, das stimmt. Aber das, was wir wollten von Emilia, nämlich dieses direkte... Also mir hat damals die Produzentin gesagt, weil die kam durch die Tür, ich war die Erste, ich bin so ein bisschen zwanghaft pünktlich, eigentlich zwanghaft zu früh, also ich war viel zu früh, über eine Stunde und dann kam, ich war vor der Produzentin sogar da und dann kam sie rein und ich bin halt gleich aufgestanden, bin hin und hab so meine Hand und gesagt, hallo, ich bin Lisa, ich bin für die Emilia da, so, also und sie meint so, boah, hoffentlich kann die spielen, war ihr Gedanke in dem Moment. Sie meinte, genau das ist das, was wir für die Emilia wollen. So dieses auf einen zugehen und einfach so bedingungslos, hallo, ich bin hier zum Spielen, ich freue mich voll, ha. So, und dann meint sie, du warst nervös, aber du hast das gemacht, was wir wollen, nämlich eine leidenschaftliche, energetische junge Frau. So, und dann dachte ich so, ja, so kann es halt manchmal sein, ne? Man ist das, was sie möchten. Und dann, ja... So war es dann. Ja, und ich freue mich, dass du es geworden bist. Jetzt nehme ich an, dass ganz viele da draußen denken, die Lisa ist so eine coole Sau. Ich habe aber der Ranger noch nie gesehen. Worum geht's denn da eigentlich? Beim Ranger geht es um ganz viele Sachen, schönerweise. Es ist eine Familiengeschichte, steht im Mittelpunkt. Die Waldecks, die sich aus der Mutter, der Schwägerin vom Ranger und dem Ranger zusammensetzen und dem Sohn von der Schwägerin. Es kommen auch noch Leute dazu, aber das ist noch top secret. Und dann geht es natürlich um die Sächsische Schweiz und um diesen Nationalpark, wo der Ranger eben der Schirmherr quasi, der Hüter der Natur ist. Es geht ganz viel um Naturschutz und wer lebt da überhaupt? Also welche Wesen leben da überhaupt? Dann gibt es eine Liebesgeschichte. Es geht um Identität. Es geht um, was bedeutet Zuhause? Also ist Zuhause ein Ort? Ist Zuhause ein Mensch? Ist Zuhause ein Beruf? Eine Leidenschaft? So, da geht es ganz viel drum. Und um zwei Menschen, die umeinander ringen, obwohl sie nicht unterschiedlicher nicht sein können. Und dazu gibt's ganz viel Action. Das ist so eine abgefahrene Mischung. Also wer es noch nie gesehen hat, unbedingt mal reinschauen. Und jetzt passiert natürlich ganz, ganz, ganz viel. Deine Rolle kommt mit einer sehr schlechten Nachricht für den Ranger zurück. Das stimmt. Darf ich das sagen? Ja, ne? Ist das ein... Ja. Wir sind ja unter uns. Unter uns beiden Pastorentöchtern ist es so, die Emilia... Die hat den Ranger beschissen. Ja, und der hatte es ja schon geahnt, ne? Weil sie ist zurück nach Greifswald. Dort hat sie mit ihrem Ex-Freund zusammengearbeitet und hat gleich gesagt, ich habe da ein schlechtes Gefühl, weil, und das ist ganz wichtig, die beiden haben sich nicht getrennt, weil sie sich nicht mehr liebten oder weil es durch war, sondern aus welchem Grund? Die beiden waren tatsächlich ein super Team. Und dann hat der gute Moritz sich von der Pharmaindustrie kaufen lassen. Der ist auch Tierarzt, aber in der Forschung in derselben Universität tätig. Also die beiden haben wahnsinnig viel gemeinsam, so Moritz und Emilia. Und das war für Emilia, die einfach moralische Grundsätze hat, die so hoch liegen, die erdrücken eigentlich auch jeden so um sie drumherum. Und dann hat sie Moritz verlassen, weil sie meinte, damit kann es nicht leben. Das geht für sie nicht. Und dadurch sind die zusammengegangen, die haben auseinandergegangen, weil die nicht gesagt haben, es klappt nicht zwischen uns, sondern du enttäuscht mich gerade moralisch so sehr, dass ich damit nicht umgehen kann. Und das Moralische ist aus der Welt geschafft, weil Moritz nicht mehr für die Pharmaindustrie arbeitet, sondern wieder in der Forschung tätig ist und Emilia zu sich nach Greifswald holt. Und
dann kommt es, wie es kommen musste, quasi. Und das ist dann tatsächlich so ein bisschen der Rahmen. Wir verraten jetzt natürlich nicht mehr. Ich denke, all das, was wir gesagt haben, ist doch auch in den Trailern locker drin gewesen. Es ist natürlich spannend, wie klärt sich das, wie regelt sich das? Und es ist wirklich ein krasses Auf und Ab. Und ich habe eine Szene, die fand ich richtig abgefahren. Du und der Ranger, ihr steht euch gegenüber, er weiß es. Und deine Figur sagt, es hat nichts zu bedeuten. Und er sagt, für mich bedeutet es viel. Oh. Autsch. I know. Ja, schmerzhafter Moment. Weil tatsächlich, da liegt ja auch der große Unterschied. So, also für Emilia ist es vielleicht nur eine offene Rechnung mit Moritz. Oder sie musste für sich was testen. Es geht gar nicht so sehr um den Mann. Aber für Jonas, er hat es vorhergesagt. Er fühlt sich halt auf so vielen Ebenen betrogen, weil er es wusste. Und es war seine größte Angst. Und Emilia hat im Kern ja seine größte Angst beantwortet damit. Und das ist ja das, was bei Betrug auch ist. Was es für den einen bedeutet, das tut trotzdem wahnsinnig weh. So, es ist egal, das kannst du nicht ändern. So, das, ja. Ja, und dann kommt halt der unangenehme Moment. Die beiden, das ist jeder, der schon mal in einer Beziehung war, und das dürfen dann wahrscheinlich alle gewesen sein, wissen dann natürlich, dass das Umfeld das natürlich irgendwann mitkriegt, egal wie gut man so einen Streit verbergen möchte. Und dann muss jeder das irgendwie mal wem erzählen. Und drumherum gibt es aber wahnsinnig viel Action. Es ist mega viel los. Es gibt natürlich super sweete Tiere. Und unwesentlich später kommt dann auch schon der nächste Teil. Und der ist ja noch abgefahrener. Also die beiden Teile machen so viel Spaß. Und jetzt höre ich natürlich, wie alle das Gleiche sich fragen. Wie sicher ist denn eine Fortsetzung? Und ist überhaupt irgendetwas im deutschen Fernsehen sicher? Ich glaube, es ist grundsätzlich im Leben gar nicht sicher, lieber Nico. Also ich sage mal so, wir sagen ganz fest toi, toi, toi. Es hängt einfach wie jedes Jahr daran, wie wird der Film angenommen. Gell? Also wie viele Leute schalten ein, wie ist die Resonanz, wie sehr wird es sich auch gewünscht. Wir wollen alle weitermachen, wir sind alle wuhu, Feuer und Flamme. Und auch die Produktion hängt total am Format und wir entwickeln immer weiter. Aber es liegt sehr daran, liebe Freunde, schaltet ein. So, guckt die Filme, seid begeistert, lasst es alle wissen, ob sie es wissen wollen oder nicht. Lasst es sie trotzdem wissen, wie begeistert ihr seid. Und dann geht's hoffentlich weiter nächsten Sommer. Ja, und hoffentlich klärst du irgendwie mit der Produktion ab, dass ich mal durch den Hintergrund laufen darf. Aber du kannst auch durch den Vordergrund laufen, du kannst auch ein Luchsbaby streicheln, das kriegen wir hin. Sehr gut, ihr habt's alle gehört. Im nächsten Ranger, wenn alles klappt, ich kläre das auch nochmal mit Philipp. Klappt das im Idealfall. Über ein Zitat von dir aus dem ersten Film, aus Junge Liebe, möchte ich noch mit dir reden. Und zwar fand ich den auch so groß. Es basiert natürlich auch auf diesem Streit, der da entsteht. Und der spitzt dich zu und dann sagt deine Figur, sag mal, wie redest du denn mit mir? Und das fand ich so großartig, weil obwohl deine Figur dort eben diesen Fehler gemacht hat, ändert das an dem Menschen überhaupt nichts, der dann davor steht. Und ich fand das so krass in der Szene, weil auch hier, again, ja, die Frau in dem Fall hat sich 2-3 Mal entschuldigt, hat es ins rechte Licht gerückt und wurde dann angeschissen, hat das nochmal gemacht. Wir sind nur in dieser einen Szene. Und dann irgendwann, sag mal, wie redest du denn mit mir? Und dann endet die Szene recht abrupt. Das fand ich großartig. Wie happy ist man als Frau, mal eine Frau zu sehen, die nicht sagt, oh Gott, Schatz, es tut mir so leid. Mega happy, mega happy. Ich habe das geliebt. Ich habe total an diesem ganzen Plot geliebt, dass Emilia sich selber so treu bleibt und dass es so modern ist und nicht so wahnsinnig moralisch, sondern so menschlich und greifbar ist, so, sondern dass wir, also Untreue ist eine fiese Sache, aber es ist wahnsinnig menschlich, daran muss keine Beziehung kaputt gehen. Das, was wichtig ist, ist die Ehrlichkeit. Wenn man irgendwie sein Grundwasser vergiftet, dann wächst halt nichts mehr, so ist es halt so. Und nur weil man es verschweigt, irgendwie ist es ja trotzdem passiert, also der Knick ist da. Und sie ist von Anfang an ehrlich, sie ist von Anfang an straight, sie hat ganz viel Rückgrat. Und zeig das und zeig ihm damit, du kannst mir vertrauen. Ja, ich baue Scheiße unter Umständen, aber du kannst mir vertrauen. So, weil ich werde es dir sagen, wenn ich Scheiße baue. Und er ahlt sich halt weiter in seinem Schmerz, weil es ja auch ein sehr angenehmer Ort ist. So, so auf dem Opferstuhl ist es ja ganz gemütlich, so eigentlich. Und das finde ich halt auch geil, dass sie sagt, okay, bis hierhin. So, das hat mir leid getan, habe ich gesagt, und bis hierhin. Und ab jetzt wird's respektlos irgendwie. Und deswegen ist hier jetzt Stopp, denk drüber nach. Und dann muss man Leute mit ihrer Scheiße ja auch mal alleine lassen. So sieht's aus. Also ich denke, ihr seid hoffentlich gehypt. Der Ranger, Junge Liebe und Sturm läuft. Und es gibt es natürlich auch in der Mediathek. Eine der weiblichen Hauptrollen, Lisa Tschirner. Vielen lieben Dank für deinen Besuch in der Web Talk Show. Ich danke dir für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ein cooler Pulli, by the way. Dankeschön. Das ist die wunderbare Diana Azarex da drauf. Und du hast jetzt aber noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Für euch da draußen gilt, die Welt ist ein wundervoller Ort. Bitte sorgt jeden Tag mit voller Kraft dafür, dass das auch so bleibt. Oder noch besser wird. Bis zum nächsten Mal. So, was man schon immer sagen wollte, dass da habe ich ja gleich Kreativdruck. Ich habe mir aber überlegt, jetzt haben wir so viel über starke Frauen gesprochen. Und etwas, was mir im Leben sehr oft gesagt worden ist und gespiegelt worden ist, ist, du bist zu viel, du nimm dich zurück, du nimmst zu viel Platz ein, sei nicht so laut. Und ich möchte eigentlich an alle Ladies da draußen, aber auch an alle Gentlemen da draußen, nehmt euch Raum. So, ihr habt das Recht, Platz auf dieser Welt einzunehmen und nehmt ihn euch. So, macht eure Stimme hörbar, seid laut, seid alles, was ihr sein könnt irgendwie. Bremst euch nicht aus, vor allen Dingen nicht für andere. Und ermutigt damit andere Menschen, das auch zu tun, und dann sind wir auf einem guten Weg. Und ansonsten, grundsätzlich Liebe ist immer gut.